Das rechtfertigt doch nicht ihre einzelne Tat. Das stimmt doch gar die nicht. Die Radikalität, nein, die uns in Zukunft erwartet, ist viel größer. Auch das rechtfertigt das nicht. Das wissen wir aber. Das ist genau Ihr Staatsverständnis, was schwierig ist. Sie sagen, Sie haben ein legitimes Ziel. Und dieses legitime Ziel rechtfertigt auch Gewalttaten und Straftaten. Und genau das stimmt eben nicht, weil auch kein gutes Ziel rechtfertigt nicht den Gesetzesbruch. Und das ist genau der Unterschied, den haben wir oft bei Links- und Rechtsdebatten. Es ist auch so, dass Linke sagen, ihre Taten sind gerechtfertigt, weil sie für ein gutes Ziel eintreten und Nazis vom Grunde her sowieso nicht. Da kann man lange darüber streiten, was da richtig ist. Aber auch bei Ihnen habe ich es mehrmals in Diskussionen gehört, dass Sie sagen, wir haben ein wichtiges Ziel, die Klimakatastrophe droht und deshalb ist meine Tat gerechtfertigt. Damit stellen Sie ja den Staat an sich in Frage, damit stellen Sie die Demokratie in Frage und damit tragen Sie genau dazu bei, was ich vorhin beschrieben habe, dass die Leute unserer Demokratie nicht mehr zutrauen. Im Osten mittlerweile nur noch 38%. Das kommt auch durch solche Taten, weil Sie den Staat in Frage stellen, die Normen in Frage stellen und sagen, Sie wissen es besser, wie es geht.